So, hallo Leute, jetzt der dritte Teil, um wie dieser kleinen Luna-Serie, um dieses Spiel umzusetzen in Lua. Gucken wir mal, um wie was wir haben. Wir haben bisher dieses ganze Spiel 1 zu 1 umgesetzt, ohne irgendetwas zu verändern. Und damit wir, um wie das lief, wir haben das gezeigt, das waren noch ein paar schöne, ein paar Sachen, die nicht so schön waren, aber das ist egal. Wir machen jetzt erstmal eine Kopie davon, damit uns diese Version, diese Originalversion sozusagen erhalten bleibt. Also ich nenne das dann gleich mal hier so. Und das heißt, diese erste Version, die habe ich jetzt erstmal kopiert. Okay. So, jetzt wollen wir gleich mal reingehen und gucken, ob wir das verbessern können. Wir hatten ein paar Sachen festgestellt, die nicht so schön waren. Und zwar hier oben beim Drucken war diese eine Zahl. Welche war das? Das war das hier. Das hier, das war der erste, der zweite, der dritte, der vierte Wert. Dieser Wert, glaube ich, der war im Spiel nachher, wenn ich das mal sehen, das war der Feed Miles per Hour. Der Miles per Hour Wert, der ist nachher mit viel zu viel Nachkommastellen. Und das wollen wir irgendwie versuchen zu verhindern, dass es so viele Nachkommastellen sind. Das ist dieser Wert hier. Dafür gibt es eine Funktion, die heißt von String Format. Und dann kommt der Formatstring und dann der Inhalt. So, da ich irgendwie faul bin und ich das nicht die ganze Zeit schreiben will, hier diesen ganzen Kram, schreibe ich mir wieder eine Abkürzung. Das mache ich hier oben. Und zwar, jetzt habe ich hier die Mathe-Sachen, deswegen sage ich jetzt hier FMT. Da mache ich immer die String-Sachen drin rein. Format. So, ich habe praktisch einen neuen Befehl FMT, der ist genau, wird genauso verwendet, wie als wenn ich String-Format schreibe. Ich brauche jetzt aber nur noch FMT schreiben. Und das mache ich jetzt hier gerade mal. FMT. So, und um diese Formatierung durchzuführen, kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte hier einen Floating Point Wert haben, der maximal auf drei gültige Stellen laufen soll. Und das speichere ich jetzt mal. Und da gehen wir mal hin und führen das mal aus. Lua, Luna. So. Und da hatten wir. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir irgendwie langsam abbremsen können. So, wie ihr seht, ich habe jetzt drei Nachkommastellen. Das ist aber nicht genau das, was ich will. Aber er hat schon mal gesessen, dass er auf drei Stellen genau ist. Das ist aber nicht das, was ich haben möchte. Und deswegen mache ich da noch mal, gehe ich da noch mal rein. Ich will nicht das hier, sondern ich will die Science-Darstellung haben. Gucken wir mal, wie das aussieht. Luna Länder. Wie ihr seht, jetzt haben wir die Science-Darstellung auf drei Stellen nach dem Komma. Das ist zu viel. Wir wollen zwei Stellen maximal. Okay. Zwei Stellen maximal. Zwei Stellen maximal. So, jetzt könnte man sagen, wir sind damit zufrieden und wir haben jetzt unseren Rocket Booster. Der wird jetzt irgendwie praktisch als wissenschaftliche Zahl ausgedruckt. Das gefällt mir alles noch nicht so richtig. Warum? Weil sich diese Formatierung die ganze Zeit verschiebt mit dem Tab. Das funktioniert alles nicht. Das machen wir besser. Und das heißt, wir gehen da gleich mal rein und verbessern diesen Teil, so dass das in Lua vernünftig aussieht. Nämlich statt nur dieses eine Ding hier zu formatieren, können wir alles formatieren. Und das machen wir nämlich jetzt. So, wir gehen hin, sagen wir formatieren den gesamten Kram. Das ist erst unsere Formatierung.
Dann unsere Zahlen, die wir hier haben. Dann unsere Werte sozusagen. So, hier sind Werte und diesen ganzen Kram, das können wir alles rausnehmen. Das wird gleich ein bisschen übersichtlicher und auch das hier hinten können wir ganz und gar weglassen. So, so ganz am Schluss hatten wir stehen. Sowas. Und vorne, also wir können jetzt diese String-Formatierung machen, dass wir jetzt irgendwie hier zum Beispiel vorne haben wir jetzt eine dreistellige Dezimalzahl. Das ist das erste, was wir haben. Danach wollen wir eine dreistellige Dezimalzahl für die Meilen, eine vierstellige Dezimalzahl für die Fuß, wobei wir ja genauso machen wir das. Dann haben wir eine Floating Point Zahl, hatten wir eben gesagt, mit zwei Nachkommastellen für die Geschwindigkeit. Also wir haben die Zeit, die Meilen, die Fuß, die Geschwindigkeit und die Masse. Und die Masse, die setzen wir auch mit einem Prozent. Dieses hier, das können wir auch festlegen, wie viele Stellen wir dafür weg haben wollen. Sagen wir mal 7, wollen wir insgesamt haben. Hier hinten haben wir auch nochmal 7.2e. So, da haben wir unsere Masse. Nein, wir nehmen hier F. 7F, 5F. Wie viele Stellen haben wir denn da? 5, 6. Okay, das müsste eigentlich richtig sein. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das jetzt aussieht. Indem wir das mal ausführen. Ich habe irgendwo einen Fehler gesetzt. Luna 42. Ich habe ich habe eine Klammer zu wenig. So, nochmal. So, jetzt sieht das schon irgendwie wesentlich besser aus. Hier hinten haben wir dieses F. Ah ja, okay, das können wir gleich irgendwie stoppen. Wir haben hier dieses 16.000 und dann 0000, das wollen wir natürlich nicht haben, sondern wir wollen hier hinten 16.000 und keine Nachkommastellen. Okay, so, jetzt wollen wir mal gucken. Na, das sieht schon besser aus. Jetzt haben wir hier die Meilen und die Fuß, wobei die Meilen sind jetzt nach links sortiert. Das finde ich irgendwie jetzt. Ah, okay. Gucken wir uns das mal kurz an, was wir hier haben. Wir haben erstmal können diese Meilen hier, dieses hier kann ein bisschen weiter rausgerückt werden, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Dieses hier könnten wir linksbündig machen zu den Fuß, damit das alles ein bisschen untereinander steht. Dann haben wir die Miles per Hour, das ist schon richtig. Die LB, die sind richtig. Und die Fuel Burn Rate, das ist richtig. Das ist irgendwie schon die richtige Größenordnung. Aber das hier, das machen wir, da gehen wir nochmal rein. So, wenn wir erstmal haben wir hier ein bisschen mehr Platz, damit wir hier ein bisschen Platz haben zu der Zeit. Hier sagen wir, wir wollen das ganze Ding nach links formatieren, die Fuß, sodass die zusammenstehen mit den Werten von den Meilen. Und dann können wir hier oben bei der Gelegenheit können wir statt diesem Kram hier das ein bisschen anpassen, indem wir sagen, das ist eher so. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das jetzt gut aussieht. Jo, das sieht schon besser aus. Deutlich besser. Und hinten Fuel Burn Rate könnten wir ein bisschen rausschieben noch, ne? Nur ein bisschen. Okay. Und dann sieht das alles schon wesentlich besser aus. Okay. Wir schieben die Fuel Burn Rate
Heavy Fuel. Ah, wir sind dicht dran hier. Ah, aha. Das heißt, wir haben hier, setzen wir mal 10 Platz rein. Mal sehen. Jetzt müsste es gehen. Heavy Fuel. Ah, nee, Fuel. Da haben wir einen Fehler. Das sind 5. Und danach müssen wir die. Okay, wir müssen die Zahl hier, die müssen wir 1, 2, 3, 4, 5 nach links bringen. Das heißt, da haben wir zu viel Platz. Und dann müssen wir diesen Kram hier ein bisschen weiter nach rechts bringen, damit das irgendwie ordentlich aussieht. So, also 5 nach links. Das heißt hier. 5 nach links bringen. Und hier müssen wir das 1, 2, 3, 4 ein bisschen nach rechts bringen. Und dann wird es auch was mit dem Nachbarn. So, mal sehen, ob das jetzt gut aussieht. Viel Burn Rate. 1, 2, 3 zurück, würde ich sagen. Okay. Das sieht schon alles ganz gut aus. Das Heavy Fuel Rate könnte man ein bisschen weiter rausziehen. Okay. Machen wir das mal. Also wir geben dem hier mal einen Platz mehr. Und 1, 2, 3 Platz weniger. Und jetzt müsste das so langsam. Jo, das sieht ja schon ganz gut aus. Ich glaube, so kann man das einigermaßen lesen. Und jetzt sind die Ausgaben einigermaßen korrekt. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie das laufen lassen. Sieht das auch irgendwie schon ganz anders aus. Und jetzt können wir auch sehen, wo wir uns befinden und welche Geschwindigkeit wir haben. Hier haben wir jetzt einen Fehler. Das gefällt mir nicht, dass hier der Sprung zurückgeht, weil wir hier eine negative Zahl haben. Das heißt, wir haben hier eine Stelle zu wenig. Wir brauchen hier 1, 2, also wir brauchen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stellen. Und die müssen wir permanent kriegen. Okay, 9 Stellen. So, 9 Stellen. Gut, das heißt, hier sind es nicht 7, sondern hier sind es 9, die wir brauchen, damit das stabil ist, damit wir da nicht rauslaufen. Und jo, das können wir jetzt erstmal so lassen. Und damit das hier nicht so eine lange Zeile wird, holen wir die hier mal ein bisschen rüber und rücken das ein, sodass wir das irgendwie direkt untereinander haben. Und wir machen das, setzen das ein bisschen ab, damit man die einzelnen Argumente voneinander trennen kann. Man das sieht, wie das irgendwie gemeint ist, und so kann man das irgendwie einigermaßen sehen, was wir meinen. So, dann haben wir als nächstes. Als nächstes haben wir eine Repeat-Until-Schleife. Repeat, also dieses Label 70 wird nur einmal aufgerufen. Und zwar von hier unten. Until false. Das ist eine Endlosschleife. So, alles, was hier zwischen ist, wird. Alles, was hier zwischen ist, wird wiederholt in dieser einen Schleife, in dieser Hauptschleife. Und damit wir das sehen, dass das wiederholt wird, rücken wir das einfach mal ein. Zack. So, jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir praktisch eine ganz große Repeat-Until-Schleife, das heißt, wir haben unsere Hauptschleife definiert und wir sind einen unserer ganzen blöden Labels losgeworden, und so können wir irgendwie praktisch statt Labels können wir nämlich jetzt versuchen, Stückchen für Stückchen unser Programm einigermaßen zu strukturieren und umzusetzen in lesbare Sachen. Das wird nicht überall und nicht immer funktionieren, aber immer öfter hoffentlich. So. Das nächste, was mich ärgert, sind diese ganzen globalen Variablen, die global definiert sind. Und das ist in Basic so gewesen, weil es keine lokalen Variablen gab.
Das ist, wie gesagt, ärgerlich, aber da können wir versuchen, noch mal was gegen zu tun. Das Erste, unser Print hier, das ist alles in Ordnung, das können wir so lassen. Gut, gehen wir erstmal durch die Labels durch. Wir haben hier das Label 150. Rufen wir es denn überall auf? Hier haben wir einen Rücksprung zu Label 150. Wo haben wir noch Label 150? Gar nicht. So, das suchen wir mal kurz. Wir suchen uns mal kurz, ob wir irgendwie die Label 150 irgendwo anders haben. Wir haben es einmal. Wir haben zweimal und das war's. Das heißt, das ist der einzige Punkt, den wir haben. So, das heißt, das ist eine Schleife, die wir durchlaufen. Und diese Schleife wird nur an dieser Stelle wiederholt. Das sieht irgendwie aus wie eine. Das sieht aus wie eine Schleife, die wir hier wiederholen. Außer, dass wir hier rausspringen. Außer dass wir hier rausspringen. Wir springen hier nach 240 raus. Und wenn diese Bedingung nicht da ist, dann wird diese Schleife hier beendet. Das ist eine Schleife, ne? Oh, dann sagen wir doch, dass das eine Schleife ist. Und wenn das der einzige Kram ist, dann können wir hier nämlich sagen, das ist ein Repeat Until wieder. Gut, dann sagen wir hier wieder ein Repeat. Und hier setzen wir ein Until. Until. Und das ist natürlich genau der gegenteilige Wert von dem hier. Und damit kriegen wir das hier weg. So. Das hier ist schon mal der erste, das ist wieder ein nächstes Label, das weg ist. Jetzt gucken wir uns das an, ob das auch funktioniert. An die Label 160. Warum? Ah, was ist innerhalb einer Schleife? Okay, das ist eine andere Sache. Wir haben hier einen Sprung mitten in diese Sache rein. Da. 160. Okay. Jetzt haben wir irgendwie Folgendes. Wir haben irgendwie unser Label 160. Das gibt einen Fehler. Und wie viel Mal wird das aufgerufen? Es wird ein paar Mal aufgerufen. Es wird hier aufgerufen. Es wird dort aufgerufen. Also hier ist das Label. Da wird es aufgerufen. Und hier unten wird es noch zweimal aufgerufen. Was soll dieses Label 160? Das Label 160 wiederholt diese Schleife, springt also praktisch in diese Schleife rein, außer dass diese Sache nicht wiederholt wird. Also dieser Teil hier wird, er springt. Also hier haben wir eine Schleife offensichtlich, die sich hier verhakt. Also zwei Schleifen, die ineinander laufen. Der springt raus und wir sagen nicht, dass der hier rausspringt. Das ist interessant. Das ist diese Schleife, diese Art und Weise, wie programmiert wird. Also das ist eben dieser Spaghetti-Kram, wo einfach mitten reingesprungen wird. Was sie machen ist, sie springen hier rein, ohne diese Ausgabe zu erzeugen, sondern irgendwie direkt danach reinzuspringen, weil das hier sozusagen die eigentliche Schleife ist. Alles, was da
über ist, wird nur ausgeführt, wenn dieser ganze Kram sich wiederholt oder wenn dieser ist das der Schub? Das ist der, das ist N minus M minus N. Das ist, glaube ich, das der, das ist der Treibstoff. Wenn der Treibstoff kleiner ist, springt er raus. Wenn der Treib T, wenn T größer als, also das ist hier eine Schleife, die Simulation durchlaufen lässt. Solange das größer gleich ist. Der hier will rausspringen, tatsächlich. Hier wird etwas wiederholt, was hier tatsächlich abgebrochen wird. Das ist etwas anderes hier. If kleiner, then continue. Dann springt er wieder nach oben. Und end. So. Continue ist, glaube ich, ist Continue ein Dur-Begriff? Ich glaube nicht. Das haben die nur ein Break. Aber man kann Break auf ein Label setzen oder sowas, glaube ich, oder? Oder muss ich es nachgucken? Das weiß ich nicht. Das Continue, es gibt Continues in allen möglichen Varianten. Und da gucken wir jetzt mal kurz nach, wie das irgendwie aussieht. Continue. Break, break, break. Wo ist es hier? Break. Haben wir nicht. Na toll. Okay. Das heißt, wir holen uns mal kurz den. Wir holen uns mal kurz die entsprechende. Wir holen uns das Buch dafür. Coroutines. Statements, Expressions, For-State Control Structures, da könnte es sein. Wir haben kein, wir haben Break. Wir haben aber kein Break. Wir haben nur ein Goto. Okay. Okay, ein Continue können wir so nicht machen. Okay. Das heißt, dafür brauchen wir hier irgendwie tatsächlich ein Go-Ton. Und zwar wir haben hier Go-To Print. Values. So, dann mal gucken. Das ist noch unschön, das werde ich irgendwie das werde ich noch mal verbessern. Aber print value, so müsste man das eigentlich machen können. Und hier kommt das repeat hin. Das war 160, ne? So. Break. Break gibt es so nicht.
160 ist jetzt weg. Und Goto 160, müssen wir nochmal suchen. 160, wo das überall war, das war hier. Und das war hier. So, da ist es also. Das hier ist das Until Falls. Hier springt er ganz und gar zurück. If then. Goto 160. Ich muss mal hier sehen, das ist irgendwie dieser Kram. Man kann es natürlich jetzt alles in rekursive Strukturen aufsplitten, aber ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Deswegen 160. Goto 160. Gotes Skip, sage ich mal. Skip. Continue. Okay. Go to continue. Und hier ebenfalls. Go to continue. Und könnte man so sagen. Kann ich natürlich genauso wieder oben reinsetzen. So, das müsste es jetzt sein. Haben wir noch irgendwie die Level 160 irgendwo? Wollen wir mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Okay, das sieht gut aus. Das heißt, es funktioniert. Ich habe das schon wieder etwas verbessert. Wir haben hier eine Bedingung, wo er sozusagen dann fortsetzen soll. Also Go to Continue ist praktisch irgendwie dieses Continue. Continue ist praktisch eine Schleife, praktisch wieder neu ansetzen und von oben anfangen. Deswegen habe ich das so gemacht. Das ist der Sinn der Sache. So, jetzt haben wir hier ein if then L120. Gucken wir mal den L120 an. Dieses hier, das hier oben, das ist wenn dann Goto sowieso. Das heißt, das ist. Wird dieses 240 von irgendwo noch benutzt? Gucken wir mal das an. 240L, 240. So, von wie vielen Stellen wird das benutzt? Nur diese beiden Stellen. Das heißt, das ist ein ganz klares If. So, also, wenn das da ist, und zwar wenn das größer gleich sowieso ist, also das Umgekehrte, dann. Bitte alles, das was hier unterkommt, ausführen. So, die Label 120, 200, dieses Label kann auch wieder weg. Das heißt, wir haben ein weiteres Label beseitigt und durch eine Kontrollstruktur ersetzt, also eine If-Struktur. Das heißt, er springt da einfach nur über diesen ganzen Teil drüber. Und das haben wir jetzt auch einfach gemacht. So, jetzt haben wir den nächsten, diese 200er hier. Das ist irgendwie im Prinzip genauso ein Ding wahrscheinlich. Gucken wir mal an, was der
Ist so, ob der Level 200 von irgendwo noch aufgesucht wird. Nein, wird's nicht. Wunderschön. Das heißt, wenn das sowieso ist, dann so. Also, wenn das kleiner ist, dann führe das hier aus. So, und jetzt fängt mich an, dieser Spaghetti-Code langsam, aber sicher Sinn zu ergeben. Also diese Funktion hier, die gehen wir später durch. Aber wir haben jetzt hier die 230 noch. Die 230, wo kommt die denn her? Ach, da ist sie. Wir haben hier 230, haben wir 230 noch von irgendwo anders. L230. Gucken wir mal. Zack, zack, zack. Nur dieser Teil. Das heißt, hier haben wir wieder einen typischen Fall. Wenn das größer als 0 ist, dann für das aus und ansonsten end. 230 ist weg. Dann haben wir hier eine zweite Sache. Und wenn das kleiner 0 ist, dann go to 370. Wo ist 370? Das ist irgendwo außerhalb, ne? 370, das ist schlecht. 370. Springen hier raus. Und zwar ganz und gar raus. Okay. Das ist natürlich eine geschichtete Endschleife. Und das können wir in ein wunderschönes End setzen hier. So, wenn das hier ist, dann Goto 370. Das kann ich momentan nicht ersetzen. Das muss ich gleich mal sehen, wie ich das mache. Das merke ich mir. Das ist nicht gut. Das ist nicht schön. Und hier haben wir ebenfalls so ein Ding. Der 340er ist ebenfalls 370er und der 340er, da ist eine Schleife. Okay. Wenn Goto 340, er springt ja praktisch aus dieser. Er ist in der Repeat-Schleife drin. Springt hier raus. Nach 340. Ah, das ist eben Spaghetti-Code. Wenn ihr sowas macht, dann seid ihr verloren. Hier haben wir. Lassen wir das hier auch nochmal drin. Da kümmern wir uns später drum. Markieren wir das als schlecht. Das kriegen wir hin, wenn wir die restliche Struktur auseinandergeklabüstert haben von diesem ziemlichen Spaghetti-Code, der irgendwie der Grund dafür ist, dass wir diesen Spaghetti-Code nicht mehr schreiben. Aber dafür muss man das einmal gesehen haben, muss man einmal gesehen haben, wie viel Ärger das macht, sowas zu reparieren. So, hier haben wir ein 260. Wo kommt der denn her? 260 kommt hier, ist eine Schleife. Und das ist nur eine Schleife. Und in dieser Schleife haben wir mehrere Raussprünge. Hier, hier, dann haben wir hier einen 300er. Das ist was anderes. Jo, also, das hier ist eine Schleife. Und zwar ist das diese 340er Schleife, finde ich, ist. Oh, die 340er Schleife springt von hier oben. Da unten rein. Ah, furchtbar. Ja, das wird schwierig. Okay, dann werde ich mal sehen, was ich machen kann. Das hier ist wieder eine Repeat-Until-Schleife. Die 260, definitiv. Until. Die wird nirgendwo anders benutzt, außer hier.
until S ist er gleich. So, da haben wir eine Repeat-Schleife. Das stimmt schon mal. So, dieser Continue-Kram ist dort. Dieser Kram ist hier und da machen wir jetzt irgendwie erstmal, dass wir alles, was hier drin ist, wieder einschieben. Dass wir das einigermaßen hier auseinanderklabüstern. Ah. Ja gut, mein Fehler. Das hätte alles eingeschoben werden müssen. Lalalalalalala. Alles einschieben. Okay. So, jetzt wird da irgendwie ein langsam ein. Jetzt wird da irgendwie ein. Jetzt wird da was draus. Also wir haben hier eine Repeat Until. Und jetzt haben wir sicherlich irgendwelche Sprünge, die irgendwie hier rausspringen, richtig? Ah, Gott. Ich würde diesen Leuer-Typen am liebsten umbringen. Für dieses Programm. 1969. Okay. Hier haben wir noch einen leichten. Das ist ein L300er. Jo, das ist ein leichter. Den gibt es nur hier. Das heißt, das ist ein ganz klarer Fall für, wenn das. Kleiner gleich 60 ist, dann für das aus. End. So, wieder ein Label weg. So, jetzt kriegen wir langsam die Labels weg. Plus aus diese 440 ist. 440 ist ziemlich furchtbar. 440 ist. 440 ist furchtbar. Was machen wir mit 440? Da können wir momentan nichts machen. Hier lassen wir hier drin. Oh Gott, das ist auch schon wieder 37 Minuten. Oh, what the fuck? Die 340 hier, wo kommt die denn jetzt her? Ach, da haben wir eine Schleife drin. Das ist. Au! Das ist kompliziert. Eine verschachtelte. Oh, eine verschachtelte Sache, die er hier wieder hochschießen kann. Die 340 ist. Die ist unmöglich. Da muss ich mir was ausdenken für. Okay. Die 340 ist, die 340 ist, die ist. Das ist, das hier ist unmöglich. Ich kann nicht zurückspringen innerhalb eine, innerhalb eines, das hier ist ein Kontext. Also Repeat Until ist ein Kontext und ich kann nicht mitten in einen Kontext reinspringen von hier unten, ohne den Kontext von oben zu starten. Das heißt, da müsste ich mir was überlegen, wie ich das löse. Das mache ich später. Gehen wir erstmal durch, ob wir noch weitere leichte Möglichkeiten finden. Die haben wir hier noch die 370. Woher kommen die 370 her? 370 sagt nicht, dass da noch sowas stattfindet. Nee, da haben wir eine einfache Schleife. Und das heißt, das können wir irgendwie relativ, das, die, dieses Ding, das können wir relativ leicht machen. Da haben wir ein Repeat Until. Das ist Repeat.
Und das ist relativ einfach. Until. Und genau die umgekehrte Variante. Und alles, was hier drin ist, einrücken. So, 1140, 1140. Ja, das. Also, wenn ich das jetzt ausführe, das gibt irgendwie Fehler. Das ist ziemlich klar. Also, das kann nicht funktionieren. Genau, 340 ist genau das Problem. Das kann so nicht funktionieren. Okay, lassen wir das mal raus. Wir haben hier die 440 noch, die hier unten. Was ist das? Wo ist die? Kommt die 440 her? Das ist eigentlich schon das letzte Label sozusagen, das wir haben. Muster nicht gefunden. Wieso haben wir Label 440? Da ist Label 440. So, Label 440. Label 440. 1, 2, 3, 4. Das ist Try Again. Das ist eigentlich der Abbruch. Das ist Abbruch, 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 Abbruch. Und das heißt, das hier ist nichts, das ist kein Label, sondern das ist ein typischer Fall für einen Break. Das heißt, wir gehen aus der Schleife raus, die wir hier haben, und gehen in einen Break rein. Ein Break unterbricht jede, überall wo Goto steht, können wir ein ganz einfaches Break setzen. Break. Ah, genau, das ist das Problem. Wir haben ein Break, das wir aber nicht ein Break dieses Kontextes hier, nicht ein Break von diesem Kontext, sondern ein Break des Gesamtkontextes. Und haben wir das irgendwo noch? 440, wir haben es hier. Wir haben es da, wir haben es da, wir haben es da. Okay, den Break eines Gesamtkontexts ist tatsächlich eine der Momente, wo man dieses Das wäre Try Again. Try Again. Schreibe ich das hier hin. Das ist sozusagen der Break eines Gesamtkontextes. Dafür nimmt man irgendwie in Goto. Das ist der einzige Sinn dafür. Und aber da sind hier noch ein paar Sachen drin, die ich Try Again. Und hier auch nochmal ein Try Again. So. Das hier ist unübersichtlich. Deswegen mache ich das so. Das hier ist unübersichtlich. Deswegen mache ich das so. Das hier ist unsichtbar. Das hier ist. Das ist schon richtig so. Try again, try again, try again. Das sind die drei Cases. Sieht eigentlich nach einem Case aus. Ja, lassen wir es erstmal so. Das können wir gleich nochmal sehen. Jetzt haben wir alle Labels, bis auf die Funktionsaufrufe, da haben wir uns noch nicht darum gekümmert, was diese Funktionen eigentlich machen. Aber wir haben alle Labels rausgenommen, bis auf die elende 340. Und die 340, das Problem an diesem Label ist, der springt zurück und springt hier rein. Wenn das stattfindet, springt er sogar noch weiter hoch. So. Das heißt, er springt ganz und gar nach oben rein. Er wiederholt also praktisch diese ganze Schleife,
in dem Fall, wo dieses 340, also das kann durchaus passieren, dass er da ganz reingeht oder er läuft hier durch. Oh, das ist eine schwierige Verquickung. Da könnte man. Funktional das lösen. Ich versuche das zu versuchen, versuche das zu vermeiden, sowas zu machen. Also wir machen jetzt hier nochmal Go-Turn. Ich hasse das. Eine Verquickung. Aber was er hier überhaupt macht, ist überhaupt die Frage. Was macht er eigentlich hier? Lassen wir das erstmal so. Machen wir es erstmal so, wie es mal war. If ist kleiner, so dann Goto. So, hier haben wir die Main Loop. So, das ist jetzt momentan irgendwie ein bisschen komisch. Und hier haben wir ein Goto. Goto Main Loop. So, da haben wir praktisch eine große Hauptschleife. Hier haben wir den Kram. Wir haben hier keinen Kontextbruch. Hier haben wir keinen Kontextbruch, glaube ich. Das müsste jetzt eigentlich erst wieder funktionieren. Was ist denn das hier? Ich weiß nicht, was dieses L340 eigentlich macht. Das ist mir nicht klar. Naja, gut, gucken wir uns das erstmal an, ob es funktioniert. Wir haben Until 108. Das ist jetzt komisch. Jetzt habe ich irgendwie missgebaut. Go to Main Loop. Welcher an Repeat Until war das denn? Habe ich den falschen Repeat Until genommen dafür? Wo habe ich die Main Loop reingesetzt? Hier ist sie. Das habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Go-to-Container. Ich glaube, so ist das. So wird dann Dings draus. Okay, versuchen wir es mal. Ich glaube, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Shit, 370. Naja. So, ja, jetzt habe ich missgebaut.
Okay, ja, ist richtig. Okay, also wir haben Level 370 nicht deklariert. 370 ist, das ist einer von diesen hässlichen Dingern. Level 370. Nicht deklariert, was ist denn Level 370? Ah, was waren das mal? 5 Luna Punkt was? Das ist da unten Level 370, Goto 370, Goto 370. 370 ist dieses Ding hier. Okay. 370 ist die Formel Main Loop. Da steht irgendwas mit W. Oh, das 370 ist W gleich 1 minus. Was ist denn das? Was ist denn diese Formel? Da. Ah. Das ist er hier. Label 370. Das müsste der hier sein. Oh Gott. Okay. Das Programm funktioniert. Gott. Naja, dieses Label habe ich nicht, bin ich nicht, bin nicht losgeworden. Wo ist denn, wo komme ich denn her damit? 370. Oh, das ist eine furchtbare. Ja. So. Das Programm funktioniert schon mal. Und ich sag mal. Ich lasse es debuggen jetzt wieder irgendwie gut sein, weil ich nachdenken muss. Okay, wir sehen uns nächstes Mal. Ich muss drüber nachdenken, was hier eigentlich los ist und wie ich das hier irgendwie auseinanderklabüster. Eventuell muss ich das doch in Funktionen unterteilen und auseinandernehmen. Man kann nämlich irgendwie jedes Goto durch eine Rekursion ersetzen, das heißt einen Aufruf, einen Selbstaufruf, aber ich versuche das zu vermeiden, weil ich nicht denke, dass es notwendig ist, hier Rekursionen einzuführen. Das ist eher eine sogenannte State-Maschine, die in verschiedener Art und Weise von einem Status zum, von einem Zustand zum nächsten geht. Und wenn ich diese States vernünftig auseinanderziehe,
dann kann ich da was mitmachen. Da gehen wir aber das nächste Mal drüber. Ich sag erstmal, irgendwie mit einer Stunde, die wir jetzt schon dabei sind, nun ist gut. Und es läuft wieder und ich mache davon kurz noch eine Kopie. Das heißt, dass wir Copy Luna von Lua nach Luna. Neue 2.Lua. So, das ist unser Zustand jetzt. Und wir machen nächstes Mal weiter. Bis dann.